Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir beginnen nun das Tutorial zu beenden. Dafür müssen wir in die Schenke rein mit unserer gnädigen Weibsfrau reden. Ja, Gott sei. Grüß dich, meine Liebe. Gut siehst du aus. Du auch, mein Hübscher. Was führt dich hierher? Na, du natürlich. Deine Schönheit natürlich. Oh, edler Herr, ich fühle mich geschmeichelt. Was könnte der werte Herr begehren, abgesehen von meiner Schönheit? Bier für Vater. Ich brauche Bier für Vater. Ein Krug wie immer? Jawohl, einen kalten aus dem Keller. Aber natürlich. Hier, bitte. Danke. Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Ausgeschlossen. Hier. Und heute Abend habe ich noch etwas für dich. Kann's kaum erwarten. Danke. Du kannst dich schon auf heute Abend freuen. Du auch. Ach, übrigens, dieser zwielichtige Kerl hat nach dir gesucht. Vaniak? Schätze, ja. Bestimmt ist er einer, der ehrliche Wandersleute bestiehlt. Ich bin froh, wenn er verschwindet. Was in drei Teufels Namen hast du mit dem zu schaffen? Er versprach mir, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Was würde dir das nützen? Ach, hör auf. Du klingst ja schon wie Vater. Bis heute Abend. Heinrich, ich habe da etwas Spezielles für dich. Ach ja? Und was könnte das sein? Dein Lieblingstrunk. Retterschnaps. Ha! Du bist ein Engel. Hoffentlich bedankst du dich später entsprechend. Das werde ich. Das Spiel speichert von Zeit zu Zeit automatisch, zum Beispiel an wichtigen Stellen von Quests, wenn du schläfst oder wenn du das Spiel verlässt. Wenn du das Spiel manuell speichern willst, musst du Retterschnaps trinken. Okay. Heinrich! Ich habe etwas für dich. Wir sehen uns später. Oh yeah! Wie banal. Komm, bring mir schnell das Bier weg. Oh, schön. Schön, schön, schön. Einfach die Aussprache dafür. Ah, du kriegst einen Abend aus. Hast du die Triche irgendwo für mich? Ich könnte die Triche echt gut gebrauchen. Könnte die Triche. Die Sachen, die du wolltest. Wurde auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Ja, Schmieden beginnen. Ja, Kohle, die Parierstange und Bier. Wir können anfangen. Gut gemacht. Packen wir es an, Junge. Gut gemacht. Doppelt hält besser. Alles klar. Dann lass mal sehen, was der Meister in Sasau da für uns gemacht hat. Sieh dir das mal an, Junge. Das ist echte Handwerkskunst. Was bedeutet diese Gravur? Wenn ich das wüsste. Könnte Latein sein, aber sicher bin ich mir da nicht. Herr Ratzig wollte es so. Ja, das wird das schönste Schwert meiner gesamten Schmiedjahre. Hast du die Holzkohle? Gut, heize die Esse an und dann setzen wir alles zusammen. Ach, übrigens, mir hat jemand einen Besuch abgestattet. Und ich vermute, du weißt ganz genau, warum. Nein, weiß ich nicht. Wirklich? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass du und deine Freunde Dung auf das frisch gesäuberte Haus des Deutschen geworfen habt. Er war vorhin mit dem Büttel hier. Und das war kein Freundschaftsbesuch. Was ist denn in dich gefahren? Dieser Deutsche hat Unfug über Sigismund und den König rum erzählt. Er hat bekommen, was er verdient hat. Bekommen, was er verdient hat, ja? Du wirst diese Sauerei beseitigen, hörst du? Und dich bei ihm entschuldigen. Ich muss hier ein Geschäft führen und der Deutsche zahlt verdammt gut. Dass du so einen Mist baust, hilft mir nicht wirklich weiter und dem König am wenigsten. Verstehst du? Ja, klar. Sag's mir ins Gesicht.
Hast du verstanden? Ja, verstanden. Gut. Dann werden wir so ein Gespräch nie wieder führen. Also hältst du es für richtig, unseren König in den Dreck zu ziehen? Und so machte sich der Junge zum Narren und zeigte, dass er seine Lektion wohl immer noch nicht gelernt hatte. Der Deutsche redet also Unfug. Na und? Willst du deshalb zu einem Verbrecher werden? Du magst einen Kampf vielleicht mit Gewalt gewinnen, aber niemals einen Streit. Merk dir eins. Wenn du jemanden überzeugen willst, dann nur mit Worten, nicht mit Fäusten. Oder man vergiftet ihn. Der Ofen ist soweit. Gut, dann machen wir den Griff. Ich bringe es zum Glühen und wenn ich es rausnehme, setzt du den Griff so auf, dass er passt. Aber das kennst du ja alles schon. Ich brauche keine Handschuhe, nein? Dann mal los. Gut, einmal noch. Eieiei, das muss wehtun. Das war's. Fertig. Schleif ihn ab, bis er gut in der Hand liegt. Ich bereite die Parierstange vor. Es muss trotzdem scheiße heiß sein, auch wenn das Holz war. Vater, wieso hast du Prag verlassen? Ich habe noch nie von einem Meisterschmied gehört, der in einem kleinen Kaff Hufeisen herstellt. Ich hatte meine Gründe. Und hier habe ich deine Mutter und dich. Warum sollte ich woanders hin wollen? Erinnerst du dich noch an König Karl? Natürlich. Ein gutes Leben während seiner Herrschaft. Besser als jetzt? Er errichtete halb Prag und jede Menge Burgen, baute eine Brücke über die Moldau und gründete eine Universität. Und das alles ganz ohne Krieg. Er wusste, wie man regiert. Besser als Wenzel, ja? Ja, bei weitem besser. Aber Wenzel, er hat es nicht leicht. Es ist schwer, in die Fußstapfen von jemandem zu treten, der vielleicht alle 1000 Jahre nur einmal geboren wird. Und was ist mit Sigismund? Denkst du, Karl wäre wie Sigismund mit einer Armee in sein eigenes Land eingefallen? Nein. Wenzel mag seinem Vater nicht ebenbürtig sein, aber Sigismund, der entehrt die königliche Familie. Wie kommst du voran? Gib mal her. Jetzt setzen wir alles zusammen. Das ist es. Gott segne euch. Mein Vater schickt mich wegen der Nägel. Guten Tag, Theresa. Sie liegen bereit. Würdest du sie bitte holen, Heinrich? Sie liegen in der Truhe in der Stube. Bin ich jetzt Dietriche? Ich muss ja auch irgendwie noch ein Tutorial fürs Dietrichen kriegen, oder? Ja, ist doch die Stube, oder? Öffnen. Nägel für Theresa. Engelblumenaufguss verbannt. Nehmen wir alles mit. Wie konnte ich das übersehen? Wir essen nochmal kurz was. Ich kann. Ach, in den Topf geben. Ich kann Retterschnaps und Engelblumenaufguss reintun. Ja, nö. Kann da nichts mehr raus essen. Wahrscheinlich, weil ich keinen Hunger habe, ne? Sind hier wirklich keine Dietriche? Ich meine, ich bin ein Schmied. Ich bin ein verdammter Schmied oder mein Vater ist ein Schmied. Hier müssen doch Dietriche sein.
Bullshit, ey. Na gut. Lassen wir es sein. Lassen wir es gut sein, Freunde. Hol die Nägel und lass Theresa nicht warten. Hier sind die Nägel, die du wolltest. Danke. Und wie geht's Bianca? Gut. Warum fragst du? Ach, nur so. Werdet ihr heute Abend zum Reigen gehen? Werden wir. Ja, wir werden reiten. Vielleicht sehen wir uns dort. Ja, hoffentlich nicht. Will ich nicht aufhalten. Das Schwert ist wirklich schön. Wir können uns gerne da sehen. Ein feines Mädel. Hör auf, sie anzuglotzen. Sieh dir lieber das an. Es ist Zeit für die Feuerprobe. Wir haben ganze Arbeit geleistet. Wie nicht anders zu erwarten von solch einem renommierten Schwertschmied. Diese Tage liegen hinter mir, Herr. Doch dein Geschick ist dir geblieben. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht. Möchtest du es mal schwingen? Herr, was nützt einem normalen Bürger ein Schwert? Lass es ihn versuchen. Ich bleib lieber ein Dieb. Du hast noch viel zu lernen. Frag deinen Vater, ob er es dir beibringt. Er weiß, wie es geht. Sein Handwerk zu erlernen wird ihm wesentlich mehr nützen, Herr. Möglich. Aber wer weiß schon, was die Zukunft noch so alles für uns bereithält. Wie ich sehe, ist es beinahe fertig. Ich muss es nur noch polieren, dann wird Heinrich es dir bringen. Exzellent. Ausgezeichnete Arbeit. Wirklich schön. Ein Schwert wie dieses wird seinem Träger wahrlich Ehre bescheren, Herr Istvan. In der Tat, Herr Ratzig. Hätte ich so eines in Nikopolis gehabt, wären die Dinge vielleicht anders verlaufen. Es ist wirklich seltsam, einen derart fähigen Schmied an so einem Ort anzutreffen. Ein Mann mit seinen Fähigkeiten könnte ohne Probleme in Prag oder Wien sein Geld verdienen. Das stimmt. Aber das ist eine lange und sonderbare Geschichte. Ich würde sie mir sehr gerne bei einem Kelch Wein anhören, aber die Pflicht ruft. Und ich muss leider weiterziehen. Bitte sehr. Lerne von deinem Vater. Er ist wahrlich ein Meister seines Fachs. Gewiss kreuzen sich unsere Wege erneut. Da bin ich mir sicher. Ach, beide nicht. Sobald es fertig ist, soll dein Sohn es zu mir bringen. Gute Arbeit, Martin. Herr. Es ist doch fertig. Ich meine, ich weiß zwar nicht, wann wir das Leder angebracht haben, aber es ist doch fertig. Es muss noch geschliffen werden. Herr Istvan, mögest du sicher nach Sasau gelangen. Die Ehre ist ganz meinerseits, Herr Ratzig. Danke für die Gastfreundschaft. Eine lange und seltsame Geschichte? Seither ist viel Zeit vergangen. Vielleicht erzähle ich sie dir mal, aber heute noch nicht. Bringst du mir bei, es zu führen, wie Herr Ratzig sagte? Wieso? Naja, könnte nützlich sein. Vielleicht bereise ich die Welt, bevor ich sesshaft werde. Ich würde gern mehr sehen als nur die Schmiede und die Schenke. Weißt du, was der Haken am Abenteuerleben ist? Es könnte vorbei sein, bevor es anfängt. Ich kann dir zeigen, wie man ein Schwert führt. Das hilft dir aber nicht, wenn dir jemand einen Pfeil in die Brust jagt, sobald du einen Fuß vor die Tür setzt. Klingt so, als sprichst du aus Erfahrung. In meinem Alter hat man viel erlebt. Schmied ist vielleicht nicht der glorreichste Beruf, aber er hat auch seine Vorteile, wie zum Beispiel seinen Kopf behalten. Ich möchte mein Leben in Skalitz beenden, dort, unter dem Lindenbaum, an der Seite deiner Mutter. Ja, ich auch, eines Tages. Aber zuerst will ich die Welt sehen, möchte neue Menschen treffen. Treffen oder vermöbeln? Treffen. Musst du jetzt darauf herumreiten? Dann gibt es keinen Grund für dich kämpfen zu lernen. Ja! Ein Bote. Er war ganz schön in Eile. Ist was passiert? Ah, ich glaube, Sigismund ist da.
Der sieht aber irgendwie nett aus. Den mag ich. Also den linken, nicht den rechten. Siegesmund also. Hör mir zu, Junge. Hör mir gut zu. Nimm das Schwert, geh ins Haus und hol alles Wichtige aus der Truhe und dann lauf zur Burg. Beeil dich. Was ist mit dir? Deine Mutter ist noch im Dorf. Ich werde sie holen und dann kommen wir sofort nach. Ich komme mit. Nein, du tust, was ich sage. Keine Widerrede. Gib Herrn Ratzig das Schwert. Er kümmert sich um dich, falls uns was zustößt. Er steht in meiner Schuld. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Schneller! Wir müssen das Tor schließen! Macht schon! Wir schließen das Tor! Bewegt euch los, Leute! Kommt schon! Kommt schon! Und schneidet die Zeit davon! Heinrich, Gott sei Dank! Macht, dass du reinkommst! Wir müssen die Tore Bewegt schließen! Bewegt euch, Leute! Na los! Passt für mich darauf auf! Bist du wahnsinnig? Du kannst nicht zurückgehen! Das ist mein Zeug! Ich wäre gern mein Vater. Seine Geschichte sieht irgendwie besser aus. Jetzt wäre es nicht mehr. Martin, bitte nicht. Oh Gott. Ein wenig übertrieben. Was für Arschlöcher! Du musst sie warnen! Auf den Burggraben runter, den Weg entlang! Spring von der Mauer und verschwinde von hier! Da passen so viele Truhen, die ich möchte! Ich mag ihn immer noch nicht. Du hast gelernt, Skalitz. Ich hab das Dorf gelernt. Sohn des Schmieds, Erfolg freigeschaltet. Doch, das seht ihr sogar. Na, guck mal, da kommt jemand. Kann ich den umbringen? Habe ich ein Schwert? Habe ich irgendwas, womit ich mich wehren kann? Herrn Ratzigs Schwert. Ich mach dich kaputt, Junge! Hey, das Schwert. Ja. Ja. WTF, ich hab doch ein Schwert. Okay, lass uns einfach da oben gucken. Ich hab doch das Schwert ausgerüstet, oder nicht? Na gut, dann. Laufen wir halt. Kann ich da in die Stadt gehen und alle beklauen? Was? Ich rutsch runter. Okay, gehen wir hier lang.
Der Typ ist bestimmt scheiße langsam, oder? Der ist schon gar nicht mehr da. Damit hat er nicht gerechnet, dass ich hier lang gehe. Hier bin ich doch in Sicherheit, oder? Verdammt, ich komme da nicht rüber. Verdammt, ich stecke fest. Verdammt, er will mich töten. Ich steck fest, Mann! Okay, tschüss. Wir laufen einfach in eine andere Richtung. Au! Was ist denn los mit dir? Ich bin unbewaffnet! Hier liegt eine Leiche. Kann ich sie looten? Lass mich die Leiche plündern! Bitte! Da kommt schon der nächste. Okay. Ich will nur die Leiche plündern. Alles andere ist mir egal. Oh, ich bin tot. Okay, wir machen schon das, was mir gesagt wird. Ach, guckt sie euch an, da laufen sie. Hey, da ist ein Pferd. Nehmen wir vor, das Pferd. Wo ist die Leiche hin? Viel Spaß. So, Pferd ansehen, aufsitzen. Reiten. Der Trab ist die Standardgeschwindigkeit. L plus B der Kante kombiniert idealerweise eine höhere Geschwindigkeit mit einer Schonung der Pferdeausdauer. BB, beim Galopp läuft das Pferd am schnellsten, verbraucht aber am meisten Ausdauer. Folgt einem Pfad. B, dein Pferd ist klüger als manch ein Mensch und bleibt auf dem vorgegebenen Pfad, wenn du die Zügel schleifen lässt. Kantere einfach und steuere nicht. Okay. Leiche. Dienerkleid, Kopf. Oh, Groschen. Nehme ich alles mit. Tschüss. Hau rein. Ich habe die Leiche geplündert, Freunde. Ich habe es geschafft. Jetzt nur noch abhauen. Bisschen schneller! Galopp hier! Ihr Schweine! Fasst mich an und ich bring euch um! Fahr zur Hölle, du Tatarenhund! Geht hier! Au! Hätte ich nur ein Schwert, du Bastard! Verprügel dich! Verdammt! Oh, hier war noch eine Leiche. Und sie hatte ein Dolch dabei. Kann ich die nicht ausrüsten? Ja, damit kann ich nicht kämpfen. Noch irgendwas? Ja, meine geklauten Sachen. Die sind doch nicht geklaut, die war tot. Okay. Als allererstes möchte ich gerne manuell speichern an dieser Stelle. Wetterschnaps, hey. Kannst du im Kampf nicht speichern? Na gut. So not rekonstruiere ich das Ganze. Oh, Kavalier. Ich hab geholfen. Na, Bossomek. Hey, lauf doch einfach. Aufsitzen. Neues Pferd. Neues Glück. Oh, drei. Ich hoffe, ich habe ihr geholfen. Ich habe auf jeden Fall einen Erfolg bekommen. Ich hab's geschafft, die Lappen, ey. Guckt euch an! Guckt euch mal an! Ihr könnt doch nichts! Ihr seid von den Lappen, Alter! Schön. Oh, schön. Ich laufe den anderen aber gerade hinterher irgendwie, ne? Das war Theresa! Nick!
zwar nicht Bianca, aber egal. Au. Oh. Lauf doch! Oh Gott! Galopp! Galopp, 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 galopp! Einfach im Zickzack laufen. Was wollen die mir schon antun? Weiß nicht, ob ich richtig laufe. Aber die Karte zeigt nach vorne. Sind die immer noch hinter mir? Links. Thalmberg liegt links, entlang des Baches. Links? Okay, wir müssen nach links. Schnellreiseort freigeschaltet. Nice. Guck mal, da sind zwei Leute, die weglaufen. Tötet sie! Warnt die anderen! Sie brennt Scarlets nieder! Tötet doch sie und nicht mich! Oh mein Gott! Was wollt ihr denn von mir? Ich bin unschuldig. Mhm. Immer schön im Zickzack laufen. Nach Thalmberg! Genau. Ich reite dich um. Jetzt nimm ihn! Ich habe ihn umgeworfen! Es ist eure Chance, jemanden zu töten, aber nicht mich! Nicht mich, bitte nicht! Was auch immer du von mir willst? Wahrscheinlich will er Kuchen haben, ne? Ich hab keinen Kuchen! Hab ich aufgegessen. Tut mir leid. Alles mein Fehler. Da habt ihr noch jemanden zu töten. Geht! Sie werden euch umbringen! Ich reite sie sogar für euch um, Mann. Sie sind immer noch hinter mir, ich höre sie. Brauche ich gar nicht erst umzudrehen. Oh mein Gott. Ist mir egal. Pferd, halte durch, oh mein Gott. Nach Thalmberg! Was mache ich denn? Mein Gott. Lauf, Pferd. Galopp. Im Zickzack. Nein! Lauf! Lauf! So, ich glaube, hier bin ich gestorben irgendwo. Ich musste den ganzen Kram nochmal machen. Die zwei Sie Leichen aufheben. Theresa retten. Aber ich lasse jetzt das Pferd immer kurz verschnaufen. Und dann reite ich weiter. Flieht! Nach Thalmberg! Ich will das nicht nochmal machen. Es ist scheiße schwer, Theresa zu retten. Was ist denn los mit dir, Pferd? Sieh doch, dass du genug Ausdauer hast. Dann motzt das Ding erstmal. Renn um dein scheiß Leben, du bist tot, wenn du nicht rennst. Oh Gott. Immer schön im Zickzack laufen, Freunde. Immer schön im Zickzack laufen. Ich sehe die Burg. Halt die Fresse. Oh mein Gott. Himmel, Himmel! Hilfe! Helft mir doch! Hilfe! Beeilung! Bewegt eure Ärsche her! Legt an! Und Feuer! Hör du, Fuß und Gitter! Seht mal, sie ziehen den Schwanz ein! Verpisst euch, ihr dreckigen Hunde! Schnell, wir schließen das Tor. Gib ihm doch jemand zu trinken und bringt heißen Wein und Verbandszeug. Sag mir, Junge, wer bist du und wo kommst du her? Was zur Hölle ist passiert? Ich komme aus Scarlets. Sie haben es niedergebrannt und alle abgeschlachtet. Wer? Weißt du, wer das getan hat? Eine riesige Armee. Sie griffen ohne Vorwarnung an. Es waren weder Tschechen noch Deutsche. Wer dann? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie solche Rüstung gesehen und ihre Sprache war mir auch fremd. Vielleicht Tataren. Tataren, sagst du?
Darum werden wir uns später kümmern. Zuerst versorgen wir lieber mal dein Bein. Wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Beiß die Zähne zusammen. Ich zieh den Pfeil jetzt raus. Ich hätte mir die Zunge abbeißen können, ihr Schweine. Ganz ruhig. Schon erledigt. Du hattest Glück, Junge. Der Pfeil hat den Knochen verfehlt. Ich muss die Wunde verbinden, aber darin habe ich schon massig Erfahrung. Der Krieg ist ein guter Lehrmeister. Kannst du aufstehen? Na bitte, so gut wie geheilt. Danke sehr. Habt ihr nichts zu tun, oder was? Zurück an die Arbeit. Denkst du, du schaffst es, mit Herrn Divish zu sprechen? Mein Herr, das ist ein Überlebender aus... Ich weiß, Robert. Sag, mein Junge, was genau ist geschehen? Konntest du die Flaggen der Angreifer erkennen? Und gab es noch Überlebende? Herr, ich weiß wirklich nicht, wer sie waren, aber es waren sehr viele. Unzählige Banner wehten auf den Hügeln über Scarlets. Die Schlechter sprachen eine ziemlich merkwürdige Sprache. Sie brannten Scarlets komplett nieder. Viele suchten in der Burg Schutz. Ich schaffte es nicht. Also musste ich fliehen und dabei riefen sie mir zu, ich solle euch warnen. Bei diesen Tataren, wie sie der Junge nannte, könnte es sich um Sigismunds Kumanen handeln. Sie kamen wohl von Osten aus nach Ungarn und bilden nun den Kern seiner Armee. Seit der Plünderung von Kuttenberg scheint er eine Leidenschaft für gestohlenes Silber entwickelt zu haben. Scarlets ist klein, Herr. Wenn Sigismund angreift, haben Sie keine Chance. Wohl wahr, Herr Robert. Mit unserer kleinen Garnison können wir Ihnen nicht helfen. Selbst wenn wir es riskieren würden. Denkst du, wir sind als Nächste dran? Möglicherweise. Wie ist dein Name, Junge? Ich bin Heinrich, der Sohn vom Scarlitzer Schmied. Ich kenne ihn. Hat er es auch in die Burg geschafft? Mein Beileid. Jetzt liegt es in Gottes Hand. Niemand sonst kann uns helfen. Also dann, vielen Dank, du hast dein Leben riskiert, um uns zu warnen. Robert, kümmere dich bitte um Heinrich. Verschaff ihm ein gutes Essen und etwas Ruhe. Ja, Herr. Und bring alle Menschen hinter die Mauern. Wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein. Triff alle nötigen Vorkehrungen. Wie du befiehlst, Herr. Reite nach Thalenberg. Erledigt. Du hast entdeckt Thalenberg. Du hast entdeckt Schnellreiseort. Nice Sache. Du hast entdeckt dein Bett. Wo ist das mein Bett? Du hast entdeckt Bäcker. Ich habe schon genug Sachen geklaut von Leichen. Was zum... Dieser Müller, hat er seine Schuld beglichen? Nicht zur Gänze, Herr. Gestern brachte er etwa die Hälfte. Das ist gegen unsere Einigung. Geh zu ihm, sobald es deine Zeit zulässt und bestell ihm unverzüglich ein. Hab ich das gesehen? Es hat hier drin geregnet. Das werde ich, Herr. Dem Hallodri walk ich den Staub aus dem Kittel. Gerade eben konnte ich nur humpeln, jetzt kann ich richtig laufen. Hau ab, bevor ich dich rauswerfen lasse. Ich bin hier gespawnt. Bin hier gespawnt, Digga, Alter. Chill mal. Ich guck mal, was du hier hast hier. Prag. Okay, auch gut, Bücher. Da ist ein Dieb! Wache! Ein Dieb! Ich hab nur reingeguckt. Wache, kommt her! Da drüben ist ein Dieb! Du da! Was schnüffelst du hier? Ich muss etwas essen. Meine Eingeweide ziehen sich schon zusammen.
Ist ja gut. Keine Be... Ich mach doch gar nichts. Ich hab nichts gemacht. Okay, bin ich jetzt im Gefängnis? Du wurdest beim Stehlen erwischt. So schnell wirst du die Sache nicht vergessen. Um das zu bereinigen, musst du einiges hinlegen. Wurde ein geheimer Auftrag erteilt? Vorsicht, ich stehe im Dienste des Herrn von Redhay. Ja, natürlich höflich. Na schön, das reicht. Vielleicht ist es dir nicht aufgefallen, aber ich stehe im Dienste des Herrn von Redhay. Das solltest du berücksichtigen. Na und? Das Gesetz gilt für alle. Ich habe nicht genug Geld. Was? So viel habe ich nicht dabei. Das Bußgeld ist trotzdem fällig. Wirst es wohl im Kerker absetzen müssen. Ich gehe ins Kerker? Gefängnis. Na schön, dann lass uns das hinter uns bringen. Dort wird's dir gefallen. Ist genau der richtige Ort für solche wie dich. Und rück das Diebesgut raus. Ich hab gar nichts geklaut. Oh, von den Leichen. Verdammt! Ich hab mir die Mühe umsonst gegeben. Ich hab alles umsonst geklaut. Nein! Ich hab mein Leben dafür riskiert. Die wollten mich umbringen. Ich habe... komm, man kann doch keine Leichen beklauen. Leichen sind tot. Die kann man nichts stehlen. Ist das Stehlen, wenn man Leichen etwas wegnimmt? Du kannst gehen. Was? Im Ernst? Herr Divish will unseren Held nicht eingesperrt lassen. Großartig. Geh schon, du Dreckskerl. Lappen. So. Gibt's hier was zum Klauen im Gefängnis? Alte Lumpen? Dietrich vielleicht? Ich könnte schlafen. Na gut. Schauen wir uns hier ein bisschen um. Das war ein Schnellreisepunkt, Freunde. Wir sind schnell hierher gekommen. Hallo? Verwandte. Du hast dich wacker geschlagen, Junge. Ich bedauere deinen Verlust. Du musst entkräftet sein, also geh in die Küche und iss etwas. Kummer ist mit vollem Magen leichter zu ertragen. Ich hörte von deinem Vater. Man sagt, er wäre ein Schwertschmied, der aufs Land zog, um Hufeisen zu schlagen. Was passiert ist, tut mir leid, aber so unmanierlich zu sein. Ich verstehe nicht, warum es einfach so. Gar nichts gemacht, wieso trägst du die Mütze meines Vaters? Warst du da? Habe ich einen Dieber, weil ich eingesperrt war? Oh Gott. Essen. Muss essen. Wir brauchen Dietrich. Na komm, wir brauchen Essen. So, Freunde, aber an dieser Stelle würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal weiter. Oh, wir können hier Spiel speichern. Cool. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das kostet dich einen Retterschnaps. Dreck! Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, euer Serum. Tschüss.